Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier bei 7D2D. Wir werden jetzt weitermachen hier. Und wie gesagt, ich will mal gucken hier nach diesem kurzen Turm. Das ist schon mal heftig hier, dass alles Eisen ist. Das heißt, hier müssen wir uns den Weg freiklopfen. Ich habe den Bohrhammer nicht dabei. Leider. Dann wäre das ein Klacks gewesen. Aber mir geht es auch darum, beim Bohrhammer, dass ich den nicht verlieren will. Da ich schon mal einen Rucksack nicht wiedergefunden habe. Und bei den Ausflügen ist immer riskant. Man weiß nie genau, auf wen du triffst. Ob du mal überlebst. Komm, wenn du einen Bären küsst oder so, dann ist man heftig. Und bei zwei Bären ist es meistens tödlich. Versuchen wir mal reinzukommen. Da ist es blockiert mit allen möglichen Scheiß. Also, Kappel, Pflasterstein. Irgendwie will ich da rein. Da oben der Turm ist zwar. Man könnte höchstens runterspringen, aber das bringt ja nichts. Wenn wir nicht überleben, ne? Aber wenn die Zombies kommen, dann sind die irgendwo drin. Da haben wir keine Probleme. Da die Wände auch aus Stahl sind, ist schon heftig. Also bei 10.000 ein bisschen nass. So ein Quatsch. Bin da trocken. So, die Tür ist offen. Dann weiß ich echt nicht. Leute. Heftig, Junge, heftig. 750 XP. Was haben die hier gemacht? Wieder was gefunden, eine Versuchsanstalt. Ist hier heftig. Können wir was essen? Ich bin ganz aufgeregt. So, wo können wir speichern? So. Leute, was habe ich hier gefunden? Ganz in aller Ruhe mal anschauen. Zeug das, hier kommen wir gar nicht gut raus. Ich meine, gut, wir können immer noch Leiter bauen und so, ne? Das ist kein Thema, ne? Mal aller Ruhe angucken, ne? Noch so ein Turm. Foto, ob ich es nehme, weiß ich nicht genau. Aber es lohnt sich auf jeden Fall. Also ich bin auch richtig spannend hier. Eine Tür.
Also mittlerweile kann ich sagen, das ist schon echt schwer geworden. Weil die sind ja richtig schnell. Das sind ja drei, naja, neu kann man nicht sagen, aber die sind halt unbekannt. Das sind schon neu, aber so eine Art Wissenschaftler. Wissenschaftler und ja. Die sind halt sehr schnell, ne? Betonung auch sehr schnell. So, da. Mal still. Junge, muss mir gerade erschrecken hier. Tja. HCCO. Cool. Aufgeladen ist auch geladene Mission. Wow. Ich sag nur wow, ne? Wo hinten mein Helm Lampe hat. Ob wir je wieder rauskommen? Da ist ein Dicker. Schießen wir mal ins Knie. Also gefunden haben wir hier nicht viel, Anführungszeichen. Mal geht die Mauer weg durch. Lass mal freikloppen, ne? Probiert nicht machen, ne? Da oben geht's auch noch irgendwo hin. Hallo, Medizin dabei? Ne, nur Tee. Warum so lange? Ich glaube, hier überlege ich nicht lange.
Bist infiziert. Junge, bist du verrückt? Oh, ich bin ja fast tot. Ist ja nur noch eine Frage der Zeit gewesen, also. Das war nicht viel. Hat nicht viel gefehlt. Das war ja echt, also kurz davor, ne? Ich meine, gut. Vitamine, naja. Im Grunde müssen wir jetzt aus der Zudem rauskommen. Aber ich sag mal. 73 wert. Nein, da kann nichts sein, ne? Normalerweise. Mal so gucken. Naja. Wie so eine Art Eisenbahnschiene darstellen könnte. Hochinteressant, hochinteressant. Ach, so ein Kram. Antibiotika. Antibiotika kam zur rechten Zeit. Das wird nochmal. Wahrscheinlich noch eine Folge werden. Die Taste wird einmal nicht. Hier geht es wieder hoch, denke ich mal. Wenn wir hier mal angucken, was es schönes gibt. Geht auch Treppe hoch. Wir haben jetzt 14.40 Uhr. Von daher haben wir genug Zeit. Ich meine, es ist mal gefährlich, wenn es dunkel wird, also um 22 Uhr, dann möchte ich kein Zombie begegnen, weil die sind alle dann noch schneller, als sie hier schon sind. Ne? Also die sind ja hier schon echt schnell und und ich habe echt, jetzt kommt hier sogar Schnee rein. Wo kommt denn hier jetzt Schnee rein? Mal ganz kurz hier öffnen. Oho, oho. Kuchen und Fleisch, der noch gut ist, der Fleisch. Na, ja, was können wir da gebrauchen? Wir können was essen. Mit Essen heilen wir uns ja auch ein bisschen selber, ne? Und zwar bis 22. Punkte. Ich hab Durst. Was Wasser hinterher und dann schauen wir mal Dose Zem, also was ich hier guten zerlegen, das werden wir auch brauchen für eine Munition, ne? Also was haben wir hier schönes, das ist nicht schlecht, aber leider die Waffen sind natürlich etwas, ne? Aber die können wir auch verkaufen.
Ja. Kann man nicht so sagen, ne? Teesamen. Oh, Tee, Pflanze, okay. Und die Schloss, können wir nicht knacken, also ich kann nicht knacken, also ich brauche 10.000. Leute, das dauert lange, aber ich bin neugierig. Und ich komme hier so schnell nicht wieder her. Ich muss echt die Dinger mal lernen, aber das ist, wie gesagt, immer wichtiger, dass ich hier eine andere lerne. Und die andere Richtung, wie Mechaniker und so. Dass wir mehr bauen können und vor allen Dingen, ich hoffe ja auf die Mission, ne? Dass da. Mal gleich Kaffee, das sehe ich schon kommen. Gibt auch ein bisschen Wasser, ne? Gleich ein Pfeil hinterher. Das soll am Kaffee nicht liegen, ne? Aber es geht ja schon ziemlich schnell, die haben ein gutes Werkzeug und mit ein bisschen Mod und so, dass ich ein bisschen mehr Bums hätte. Also schauen, was drin ist, ne? Kann natürlich sehr enttäuschend sein, ne? Fast geschafft. Also kann nicht mehr viel fehlen. War noch ein Safe, ne? Ja, mein gut Munition, ne? Ist okay. Stiefel. Hat nicht so viel. Eisenhelm. Ja. Weiß ich auch nicht. Grunde. Handschuhe. Alles Minus. Ist auch Minus. Minus. Kriegst du sowieso nicht mit. Könntest du höchstens umlagern, in der Hoffnung, dass es hier mal irgendwann das werden wir einfach zerlegen. Da kriegen wir nicht mehr rein. Wie gesagt, wir haben Leder. Den Stiel behalte ich immer noch. Ja gut, die Pflanze können wir hier lassen, ne? So. Das kriegen wir überall. So, mal gucken, wo wir hinkommen, ne? Fallen dürfen wir nicht. Wenn wir jetzt fallen, sind wir so gut wie erledigt. Also, wir haben zwar eine Schiene jetzt im Gepäck, aber gucken. Das machen wir lieber zu. Vor runterfallen, ne? Wir können noch kriegen, ne? Also. Da geht nichts weiter. Wow.
Aber hier ist echt nicht zu sehen, ne? Na, wir wollen aufrecht gehen, ne? Ah, ein Moped ist da. Ist auch noch kalt. So, Leder. Unser Ding ist noch oben, ne? So. Holzrahmenblock. Schneeball. Weg damit. Lederstiefel. So. Eins können wir noch rausnehmen. Eisenspeer können wir echt da liegen. Normalerweise. So. Gehen wir kurz rein. Draußen ist kalt. Wir hatten noch hier einen Safe und wir hatten noch unseren Teil zum Schießen, ne? Eine Etage höher. Aber wo genau? Gute Frage. £51, altes Geld. Ja, gut. Können wir einen Tag mit dem Händler, wenn wir da hinkommen. Bin noch voll beladen, also richtig voll. Aber doch richtig heftig. Also. Wo ist mein gutes Stück? Mein gut, ich habe noch ein paar Dinger da. Also. So schlimm ist es auch nicht. Aber wäre ja mal schade, ne? Wie gesagt, hier ist der Turm. Und da fragt sich natürlich, was ist da oben, ne? Geht's noch höher? Hier war auch irgendwie noch in höher gehen könnten, ne? Aber wo genau? Wahnsinn. Da war doch was zu suchen. Irgendwie könnten wir da noch höher gehen. Aber wo genau? Ich bin so voll beladen. Leiter ist da. Wo kommt die hin? Das Dach. Ich friere nicht. Mir geht's gut. Wenn wir keinen Weg finden, machen wir uns einen, ne? Und dann sind da noch Bücher, wahrscheinlich. Wichtiges Wissen. Holzfäller macht sich warm mit der Arbeit.
Krieg an. Noch mehr sehen. Eher mal Bücher gucken, ne? Ah. Ah, bin enttäuscht. Ja, da ist Umleiter. Ja, da hätten wir auch da hin können. Oh, wieder Bücher. Viel. Mann, bin ich enttäuscht. Gut, das haben wir schon gehabt. Flaschen. So. Mach eine Fackel, haben wir gesagt. Hier war eine Baustelle. Kommen wir nicht gucken hin. Das wird sich auch nicht lohnen, denke ich mal. Denke ich. Ich denke mal, wir haben genug hier gefunden. Vielleicht können wir noch irgendwie den Safe noch, den wir noch gefunden haben. Also hier war schon heftige, was hier drin war an Zombies. Also die waren schon eine Klasse für sich. Dass ich hier fast gestorben wäre. Ja, fast. Zum Glück. Hatte ich genug. Aber mein Ding noch nicht gefunden. Das ist richtig blöd. Hier. Komme ich nicht hin. Viel zu schwer. Wo ist mein Teil? Ja, wenn das weg ist, ist es schlecht, aber gut, was soll's, ne? Das wäre natürlich ungünstig, aber. Bin voll. Hier ist es nicht logisch. Hier ist ja. Oh, da kommen wir rein. Oder kamen wir rein? Bett. Boah. Die war nicht mehr mit. Kriegen wir auch nicht mehr mit. Klamotten ist nicht so wichtig. Ein Tool für. Und der C-Honig auch nicht gefunden. Ja. Benutzen. So, essen wir gleich. Plus 9. Ah, das macht gut sein. Auch nicht schlecht. Mais, wir können mal hier lassen. Das können wir auch hier lassen. Kohle auch. Ja. Grün können wir anwenden, ne? Aber auch nochmal. Wo ist mein gutes Stück? Da ist Schnee.
geht's raus, hier gibt's was zu essen. Ah, zu trinken. Das ist eine Schatzkarte, also wenn wir mal eine Schatzkarte machen können, ne? Das kenne ich schon. Bisschen Stoff. Ja, die Lieferung, die Hilfslieferung, Paket können wir leider nicht holen. Bin jetzt überladen. Oder fressen. Na, eigentlich nicht. Gesundheit kann ein bisschen mehr steigen, also durch Essen wird es ja immer besser. Fehler. So, mal schauen, ob wir den gelassen haben. Da nicht, da kann man rein. Ein höher, ne? Aber da war ich schon gewesen. Ah, ich habe mich draußen gestellt. Ich weiß jetzt. Ah, jetzt weiß ich wieder. Genau vor dem guten Stück. Ein Tor. Dann haben wir es auch. So, bitte. Gut, bis auf den Safe. Naja, gut. Gut, ich hätte ein bisschen Knochen gebraucht. Klebehersteller zum Beispiel. Die wächst sogar Tee. Das gute Stück wollte ich nicht hier lassen. Also hier, aber ahnt man gar nicht, was es hier so Schönes gibt, ne? Geht es hier auch noch höher? Gut, dann müssen wir andermal herfahren, weil das ist eine gute Frage. Was können wir jetzt davon entsorgen, ne? Was könnten wir entsorgen? So, gut. Moped, wo bist du? Hier nach Hause. So, liebe Schauer, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Ich melde mich sobald wieder. Denk mal zum Morgen früh. Zum neuen Abenteuer aufbrechen. Ich werde ein bisschen bauen und ein bisschen noch Munition herstellen. Ne? Der Weg zurück wird nicht interessant, den kennen wir ja schon. Ne? Dann seid mal tschüss, oder Winkel. Danke nochmal fürs Reinschauen. Tschüss.